In diesem Video schauen wir uns das Funkmikrofonset von LensGo an. Es hört auf den Namen LWM308C. Das Set besteht aus einem Empfänger und einem Sender. Das Ansteckmikrofon ist natürlich auch gleich mitgeliefert. Wenn ich jetzt schon ein Mikrofon teste, hört ihr mich während der gesamten Aufnahme selbstverständlich über dieses Mikrofon. Mehr Details zu dem Set gibt es nach dem Intro. Fangen wir mal mit den Dingen an, die mir gut gefallen haben. Dazu gehört in jedem Fall die robuste Bauweise der Sender und Empfänger. Die verwendeten Funkfrequenzen sind in Deutschland für den professionellen Bereich freigegeben. Das sollte also auch kein Problem darstellen. Die Funkübertragung hat keine Störgeräusche bei mir produziert, bis auf ein geringes Grundrauschen, das man vielleicht jetzt auch schon in der Aufnahme hören kann. Weiterhin positiv anzumerken sind die beiden Befestigungsmöglichkeiten. Zum einen hat man die Möglichkeit, eine 1/4 Zoll Schraube zu benutzen oder man benutzt den Clip, der direkt an den beiden Modulen angebracht ist. Sehr positiv ist auch die lange Akkulaufzeit zu erwähnen. Man kann die Teile wirklich stundenlang betreiben, ohne nachladen zu müssen. Muss man doch einmal nachladen, hat man immer die Möglichkeit, ein Micro-USB zu benutzen. Lädt man die beiden Geräte auf, kann man sie aber auch gleichzeitig zur Aufnahme verwenden. Das mache ich jetzt gerade zum Beispiel. Kommen wir jetzt aber zu den negativen Punkten. Während wir die negativen Punkte durchgehen, habe ich übrigens ein anderes Ansteckmikrofon verwendet, das ETM006 von EduTeach, also nicht mehr das Originale, das mitgeliefert ist. Und das wäre auch gleich mein erster Kritikpunkt, das mitgelieferte Ansteckmikro wirkt leider etwas billig. Mir persönlich hat auch die Klavierlackoptik nicht gefallen, da man dort immer Schmutz und Fett und Fingerabdrücke direkt drauf sehen kann. Der Klinkenstecker, der mit der Kamera verbunden ist, hat leider auch keinen festen Halt und rutscht immer mal wieder raus. Das ist nicht so dramatisch, denn man kann den Stecker ja einfach durch ein anderes Kabel ersetzen. Weiterhin ist mir negativ aufgefallen, dass in Verwendung mit dem Originalmikrofon ein Rauschen auf der Aufnahme zu hören ist. Auch die Einstellung mit der Mikrofonverstärkung hat zwar die Stufen 0 bis 15, tatsächlich hatte ich da aber wenig Auswirkung von gemerkt. Ich bin froh, dass ich den Zoom H1N habe, der nochmal separat geregelt werden kann. Der größte Kritikpunkt dürfte aber wohl sein, dass man ein deutliches Rauschen auf der Aufnahme hört. Das ist sowohl hörbar mit dem Original als auch mit dem EduTeach-Mikrofon. Ich habe die Verstärkung jetzt gerade so niedrig wie möglich gesetzt, trotzdem ist noch ein Rauschen in der Aufnahme zu hören. Am besten hört ihr das Ganze natürlich, wenn ihr einen Kopfhörer benutzt. Da das Rauschen allerdings sehr gleichmäßig ist, lässt es sich sehr gut mit einer Audiobearbeitungssoftware aus der Aufnahme entfernen. Diese ganze Passage habt ihr jetzt gehört mit aktivierter Rauschunterdrückung. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Video einen kleinen Überblick über das LensGo Set geben konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt, und jetzt kommt der Outro.